herzlich willkommen im Selbsterkenntniskanal. Mein Name ist Brunhilde Feiner und ich bin eine ausgebildete und qualifizierte vedische Astrologin. Wir sind gerade bei dem Abarbeiten vom Sternzeichen Skorpion, das mystische Sternzeichen Skorpion. Und es ist eine Videoserie mit 5 kleinen Videos, kleine Sequenzen, kleine Häppchen, damit du sie auch gut verdauen kannst. In diesem dritten Teil geht es jetzt um die Sonnenseiten des Skorpions. Jedes Sternzeichen hat Sonnenseiten und Schattenseiten. Also die Sonnenseiten des Skorpions. Der Skorpion oder eine Skorpionpersönlichkeit, ein Skorpionherr oder eine Skorpiondame, hat ein großes Potenzial für Spiritualität. Das ist allen Wasserzeichen zu eigen, auch dem Krebs und den Fischen. Und auch dem Skorpion, also ein großes Interesse an spirituellen Dingen, an Dingen, die wir nicht greifen können, an Dingen, ja, die unseren Verstand übersteigen, die nichts mit Praktikabilität zu tun haben. Und dann bewegen wir uns in den spirituellen Bereich hinein. Da tut sich natürlich ein Gefühlsmensch am leichtesten. Und das erklärt oft auch, warum Frauen, die ja normalerweise mehr vom Gefühl geleitet werden, auch eher in der Regel einen Zugang zu spirituellen Themen haben. Wenn ich früher bei den Vorträgen von meinem Mann mit dabei war, dreimal darfst du raten, 90% Frauen oder 95%, manchmal sogar 100% und 5% Herren waren bei den Vorträgen zum Thema vedische Astrologie dabei. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, also zurück zum Skorpion. Er hat ein spirituelles Interesse, ein Interesse an Mystik. Er will den Dingen auf den Grund gehen. Das heißt, eine Skorpionpersönlichkeit gibt sich nicht mit Oberflächlichem ab, so vielleicht eine Waage, die gerne Smalltalk betreibt oder so. Aber der Skorpion, der will bohren, der will in die Tiefe, der will aufdecken, der will ausgraben, was sich denn so alles versteckt. Also Mystik, Psychologie, Esoterik, okkultistische Wissenschaften wie Astrologie, Numerologie, Kabbala, all das sind Themen, die den Skorpion riesig interessieren. Aber auch Forschung, Archäologie, wo er tatsächlich was ausgraben tut. Ja? Alle Forschungsbereiche, all das sind Bereiche, wo du Skorpione findest. Und deswegen garantiere ich dir, dass in meinem Selbsterkenntniskanal oder auch woanders, wo Menschen sich mit Esoterik beschäftigen oder auf Esoterikmessen, ganz viele Skorpion-betonte Persönlichkeiten zu finden sind. Ja, auch das Thema Psychologie fällt da hinein, denn es geht letztlich alles um die Bereiche, mit denen du Entwicklung anstreben kannst, wo du deine Persönlichkeit entwickeln und entfalten kannst. Denn der Skorpion steht genauso wie das achte Haus auch für innere Stärke. Das ist das Thema innere Stärke beim Skorpion. Und wie erreicht ein Mensch innere Stärke? Indem er sich mit psychologischen, therapeutischen Themen, Spiritualität, Esoterik, Astrologie und so weiter auseinandersetzt. Indem er den Dingen auf den Grund geht, auf das dahinter schaut, ja, und sich nicht mit Oberflächlichem zufrieden gibt. Und des Weiteren ist es so, ich glaube, das habe ich in einem der letzten Videos schon erwähnt, der Skorpion besitzt das größte Potenzial, um über all seine Schwächen hinauszuwachsen. Und dann hast du wirklich gestandene Persönlichkeiten, die das nicht von Haus aus waren, sondern die sich das wirklich hart erkämpft haben. Mars, der Kämpfer, der herrscht über den Skorpion, gibt ihm die Fähigkeit zu kämpfen, gibt ihm die Fähigkeit, entschlossen, willensstark zu sein und seine Probleme zu lösen. Ja, das war es jetzt erstmal in diesem kleinen Video mit den Sonnenseiten zum Skorpion. Ob er bei dir eine wichtige Rolle in deinem Horoskop spielt, das erfährst du, wenn du unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den Link klickst, sende mir deine Geburtsdaten zu und ich lasse dich selbstverständlich gratis wissen, welche Rolle der Skorpion in deinem Horoskop spielt. Es ist nämlich so, dass das Sternzeichen, was hierzulande so stark betont wird, in der indischen Astrologie gar keine so große Rolle spielt. Außer der Skorpion steht in deinem Aszendenten, dein Mond ist vielleicht in deinem Skorpion oder er ist sehr, sehr stark betont.
dann wird er natürlich wieder wichtig für dich. Also klick jetzt unterhalb dieses Videos auf den Link und finde heraus, welche Rolle der Skorpion in deinem Horoskop spielt. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao!